Yoga Sutta Parakanasana. Das heißt, wir bringen die Füße, Fuß so zueinander. Ihr schaut, dass die Fersen auf einer Linie sind und dass da, wo die Füße sich berühren, wirklich eure Körpermitte ist. Dann eine große Schlaufe vom Gurt, einmal um den Körper, um die Beine, den Gurt festbinden. Relativ weit runter an den Beckenkamm, weil das ist dann die Stelle, wo der Klotz hinkommt. Das heißt, von der Seite aus gesehen, der Gurt ist ganz unten am Beckenkamm. An diese Stelle legen wir den Klotz ran. Schau, dass der mittig liegt. Die untere Kante mit dem Gurt abschließt. Ihr euch über den Klotz drüber legt. So, von hier beobachtet, im Optimalfall liegt euer Gesäß auf dem Boden, eure Schultern liegen auf dem Boden, das Kinn zieht dann Richtung Hals, sodass sich die Rückseite vom Hals streckt, Arme können locker über den Kopf ablegen. Für diejenigen, die nicht das Gefühl haben, dass der Nacken entspannt liegt, der Kopf, bring ein bisschen Höhe unter den Kopf, um den Nacken zu entspannen. Das ist gerade für diejenigen wichtig, wo zum Beispiel die Schultern jetzt am Anfang nicht auf den Boden kommen. So, wenn ihr dann einmal liegt, atmet durch die Nase ein. Durch die Nase aus. Spannung aus dem Körper herausfließen zu lassen, sodass ihr das Gefühl habt, dass mit jeder Ausatmung die Schultern weiter Richtung Boden sinken. Je weiter eure Knie Richtung Boden sinken, umso leichter ist es, lange im Rücken zu bleiben und trotzdem vorwärts.
Kopfschienbein nicht mehr rauszuziehen. Kinn zieht Richtung Hals, sodass sich die Rückseite vom Hals streckt. Diejenigen, die die Ellbogen gegen das Schienbein geschoben haben, löst die Arme, streckt die Arme. Die letzten drei davon gehen an eure persönliche Grenze ran. Das heißt, versuch ruhig noch mal ein bisschen tiefer zu kommen. Dann sind die letzten fünf Atemzüge vorbei. Atme ein, komm nach oben. Atme aus, schieb beide Beine nach vorne ins Dandasana nach Start. So, streckt euch wieder. Gut, wir wechseln gleich die Seite, linker Fuß und das rechte Knie. Fuß wieder an der Seite rausgucken lassen. Fußsohle senkrecht zum Boden, parallel nach außen. Ohne dass sich links bewegt, rechts vorne dran, weit nach außen, sodass Ferse und Knie auf einer Höhe sind. Schaut, dass beide Hüften parallel nach vorne ausgerichtet sind. Arme an jeden Seiten der Knie, ganz leicht Druck auf die Knie und kommt vorwärts. Deine Knie Richtung Boden sinken, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt die nicht mehr Richtung Boden sinken. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr sinken, setze die Hände vor euch auf. Atme ein, zieht euch raus, bringt Länge in die Vorderseite vom Rumpf. Atme aus, entweder komm auf deiner Skala von 1 bis 10 auf die Stufe 7 oder Ellenbogen nach unten gegen das vordere Schienbein schieben, um euch mehr rauszuziehen. Schultern schiebt er weg vom Ohr. Die Brustwirbelsäule so weit wie möglich nach vorne. So, damit diejenigen, die die Ellbogen gegen das Schienbein geschoben haben, löst die Arme, streckt die Arme. Jetzt kommt alle auf dieser Skala von 1 bis 10 auf Stufe 7. Letzten fünf Atemzüge hier, letzten drei auf Stufe 10 Maximum. So, dann sind die letzten fünf Atemzüge vorbei. Atme ein, komm nach oben, atme aus, schieb beide Beine nach vorne, wieder ins Dandasana. Start position.
Klotz dann einfach Arme lang über den Kopf ablegen. Falls ihr keinen Klotz für diese Position habt, dann entdecke den Rollen, sodass sie unter die Brustwirbelsäule kommt. So, für diejenigen, die wissen, dass die Rückwärtsbeuge in der Brustwirbelsäule schwierig ist, die brauchen auch ein bisschen Höhe unter dem Kopf. Das heißt, das schon mal bereitlegen. Ich würde dann empfehlen, den Kopf vorzubereiten, an einen Arm anlegen, den Klotz an die Seite legen, den zweiten. Jetzt lege ich mich erst über meinen Klotz, über meinen aufgestellten Klotz drüber. Das heißt, ich bringe den angespitzt in der Schulterblätter, lasse mich hier im Oberkörper langsam sinken, schau, ob ich Höhe unter dem Kopf brauche oder nicht. Das heißt, wer jetzt in der Halswirbelsäule überstreckt, der spürt es, dann drückt der Kehlkopf auf die Luft. Könntet ihr das nicht verhindern, ist es besser, ihr bringt ein bisschen höher unter den Kopf, als ihr zum Beispiel die gefaltete Decke oder die Kissen, das, was ihr habt. So, habt ihr den Gurt vorbereitet an eurem Arm, ist es jetzt relativ einfach, mit dem zweiten Arm durchzukrabbeln. Den Klotz nehmt ihr dafür schon mal in die Hand. Und von hier, der Gurt fixiert die Arme, der zweite Klotz geht an die Handgelenke, Handballen, Fingerballen. Und jetzt lasse die Arme über den Kopf so weit wie möglich sinken. So, die Arme sind gestreckt. Wenn ihr den Gurt an der richtigen Position habt, nämlich oberhalb vom Ellenbogen, verhindert er auch, dass du die Arme beugen kannst.
vor. Und von hier bringen die Rückseite von den Ellbogen auf den Stuhl. Knie gleich unter die Hüfte. Und jetzt zieh die rechte Achselhöhle Richtung Boden. Also streck dich im Rücken, mach dich lang. Streck die Achselhöhle. Eventuell schau, dass dein unterer Rücken nicht zu stark ins Hohlkreuz reinzieht. Da müsst ihr ein bisschen gegen diese Überstreckung im Rücken arbeiten. Wenn du nur die Kuppe von den Ellbogen auf den Stuhl gelegt hast, kann der Kopf auch vorbei am Stuhl kommen. Also der stört nicht, der liegt nicht auf dem Stuhl auf. Sollte allerdings auch nicht zu stark hängen. Optimal ist der Kopf in einer Linie mit eurer Rückensäule ausgerichtet. Und jetzt erzeugt eine Streckung an der Rückseite von dem rechten Arm, an deiner rechten Achselhöhle.
Shavasana ein. Du könntest auch die Hände rechts, links neben dich ablegen, so dass du einmal ganz kurz durchatmen kannst. Dann drückt euch wieder nach oben. Das war die Öffnung in der Schulter. Jetzt gehen wir an die Öffnung der Hüfte, Hüftaußenseite in dem Fall. Dafür brauchen wir eventuell einen Klotz und den Stuhl. Das heißt, ihr setzt euch auf euren Stuhl drauf, rutscht relativ weit nach vorne, sodass ihr aufrecht sitzen könnt. Also es ist nicht ganz so gut, wenn ihr hier sitzt, weil dann ist der Rücken rund. Ihr sollt weit vorne sitzen, um das Becken aufzurichten, also Schambein Richtung Boden, und damit entsteht eine schöne Länge im Rücken. Bei den Stühlen müsst ihr auch schon, weil es gibt ja unterschiedlich hohe Stühle. Die müssen nicht unbedingt diese Höhe von unseren Yoga-Stühlen haben. Wenn du keinen Kontakt mit deinen Füßen zum Boden herstellen kannst, logischerweise bräuchte es was unter die Füße. Das sollte bei den meisten aber nicht das Problem sein. Für die manche ist es so, wenn der Stuhl sehr klein ist, kommen die Knie jetzt deutlich über Hüfthöhe. Also würde dein Oberschenkel so ausgerichtet sein, dein Knie ist deutlich über Hüfthöhe, wird die nächste Übung sehr, sehr schwierig für dich. Und manchmal ist es auch so, in dieser Position kann man sich gar nicht aufrichten für einige. Ist es bei dir der Fall, brauchst du Höhe unterm Gesäß, dann zum Beispiel eine gefaltete Decke unter das Gesäß drunter. Gut. Den Klotz stellt erstmal vor euch ab, weil eventuell braucht ihr den da vorne unten. Dann richten wir die Beine in 90 Grad Winkel aus. Oberschenkel, Unterschenkel 90 Grad. Beide Oberschenkel sind senkrecht nach vorne ausgerichtet. Und aus dieser Position hole ich das rechte Bein nach oben. Ich lege die Außenseite von meinem rechten Fuß auf meinem linken Oberschenkelknochen. Der Fuß soll relativ weit vorne am Knie liegen, sodass der rechte Unterschenkel
Knie drunter den Männern deinen langen Rücken peilen können, geht es nicht, dass die Hände hier oder vorne auf die Uhrwarnherren auf den Klotz. Egal wie, letzten drei Atemzüge hier, ihr geht mal an eure persönliche Grenze ran. Ganz leicht zueinander.
komplett auf die Sitzfläche vom Stuhl. Laufe mit dem linken Fuß in die rechte Seite. Legen, lass das Knie zur Seite fallen, sodass wir den Oberschenkel ablegen können, so weit wie möglich.
gegen das Hohlkreuz in dieser Position. Von der Beckenausrichtung wollen wir parallel über den Boden und parallel nach vorne ausgerichtet sein. Letzten zwei Atemzüge hier. Ihr könntet auch noch versuchen, die Schultern mit an die Wand ranzubringen. So, jetzt sind die letzten zwei Atemzüge vorbei. Entgegengesetzt, wie wir reingekommen sind, gehen wir wieder raus. Das heißt, erste Hände nach unten, vorderes Bein raus, hinteres Bein raus, setz dich auf deine Fersen zurück. Nach oben. Du lässt den Boden nur so weit los, wie nötig.
Atemzüge hier. So, und sind die vorbei. Löse deine Hände vom Gurt, vom Fuß. Setz deine Hände neben das vordere Knie. Stell deinen hinteren Fuß auf. Drück dich nach oben. Lächeln, schiebst du einmal dein rechtes Bein Richtung Decke. Dann lässt du die Füße hüftbreit sinken. Stell sie ab. Und bereitest dich für die zweite Seite vor. Das heißt, deine Unterlagerung muss auf die andere Seite wechseln. Dein Gurt geht weg von deinem linken Fuß hin zu deinem rechten Fuß. Du legst den Bein vorne ab, sodass du dann mit der Hand einfach zufassen kannst. Schiebst dich von hier in den Hund, der nach unten schaut. Holst dein linkes Knie in einem spitzen Winkel zwischen die Hände. Linkes Knie, spitzer Winkel. Rechtes Knie legst du ab. Genau. Schau, dass das linke Bein senkrecht nach vorne ausgerichtet ist. Dass dein linker Fuß unter deine rechte Hüfte kommt. Dann dein hinteres Knie schiebt dich Richtung Boden, sodass du mit deinem Gesäß auf dem Boden landest, beziehungsweise, wenn das nicht der Fall ist, und dann lagerst du das so weit wie nötig. Kontrolle. Die Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet. Wenn du die Hände löst, dann hast du hier einen stabilen Sitz. Und wenn ihr das habt, holt ihr euch das rechte Bein ran. Genau. Entweder den Fuß fassen, den Fuß ranziehen zum Gesäß oder wenn du den Gurt hast, Ellenbogen nach außen, nach oben, so weit wie möglich loslassen, aber den trotzdem so kurz wie möglich am Gurt fassen, weil theoretisch die Aufgabe ist, dass wir über oben den Fuß fassen können. Ja, Ellenbogen nach oben. So, wenn du auf der einen Seite beide Ellenbogen hattest, auf der anderen Seite dazu, dann Ellenbogen drehen nach vorne. Die Ellenbogen sollten Richtung Decke ziehen, sodass du die Achselhöhle öffnest. Du könntest ganz bewusst die Rückwärtsbeuge in die Brustwirbelsäule mit dazu nehmen. So, wichtig ist, die Hüfte muss nach vorne drehen. Das ist eine relativ starke Rückwärtsbeuge, die mit einer Hüftstreckung einhergeht. Deswegen wird sie sehr intensiv für die meisten. Zwei Atemzüge mehr. Und dann vorsichtig löst dein Gurt. Lass ihn aus den Fingern ausgleiten. Stell deinen rechten Fuß ab. Hände rechts, links neben das vordere Knie. Drück dich nach oben hinaus. Schieb dein linkes Bein zur Decke. Dann komm zurück in den Hund, der nach unten schaut. Wie sich dein Körper jetzt anfühlt, wo er nacharbeitet. Und dann lass dich ganz bewusst mit jeder Ausatmung tiefer in den Boden hineinsenken, sodass die Spannung aus deinem Körper herausfließt. Wer möchte, könnte sich jetzt hier auch nochmal auf den Rücken zurückrollen, um noch ein paar Sekunden die Entspannung zu genießen. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch, überlasse euch jetzt